17. Juni 1503. Heute kam mir wieder unwillkürlich jene Begegnung mit dem alten Seefahrer in den Sinn, die mein Leben auf so eindrückliche Weise geprägt hat. Ich erinnere mich an jedes Wort, als sei es erst gestern geschehen. Ich wollte hinaus aufs Meer. Als unser Schiff den Hafen verließ, war ich fast fiebrig angesichts der knisternden Spannung, die in der Luft lag. In den folgenden Monaten sah ich uns bereits ferne Gestade anfahren und Gegenden von atemberaubender Schönheit erkunden. Ein lauter Schrei ließ mich eines Tages jäh aus meinen Träumen aufschrecken. Seeungeheuer! Was sich da vor unseren Augen im Wasser entfand, war die schrecklichste Kreatur, die ich jemals erblickt habe. Und das Blut gefror in unseren Adern, als das Ungeheuer einen meiner Männer mit sich in die Tiefe riss. Als sei dieses Unglück noch nicht Prüfung genug, suchte uns Tage später ein furchtbares Unwetter heim. Und wir beteten zum Herrgott, dass er uns bald erlösen möge. Als der Sturm Tage und Nächte lang gewütet hatte, übergab er uns endlich wieder ruhigeren Gewässern. Ja! Diesmal war der Schrei des Ausgucks eine Erlösung. Endlich waren wir am Ziel. Warum sollten wir euch glauben? Ganz recht. Nun, überzeugt euch selbst. Ich habe eine genaue Karte von dem Gebiet angefertigt, in dem wir anlegten. Wir beluden die Planwagen, um von dort mit unserem gesamten Hab und Gut ins Landesinnere zu gelangen. Als wir schließlich einen Landstrich entdeckten, der brauchbar aussah, begannen wir mit der Besiedlung. Unsere Städte wuchsen rasch und gewannen an Größe und Ansehen. Auch der Handel begann zu florieren. Hier endete damals die Erzählung. Den Talisman des alten Seemanns hütete ich wie einen Schatz und setzte alles daran, es ihm gleich zu tun und ferne Länder zu entdecken. Viele Jahre mussten noch ins Land gehen, bis ich als Kapitän mein eigenes Schiff befehligte. Leinen los, bereit zum Ablegen. Im Januar lichteten wir den Anker. Wir sind nun schon Monate auf See und hoffen, bald Land zu sichten. Ja, und damit hallo zu einem neuen Let's Play. Herr Rahm spielt ein bisschen für euch, und zwar, ich wollte gerade die Siedler sagen, das wäre total falsch gewesen. Anno 1503, es steht nicht mal hier, spannenderweise. Ein Spiel, was genau 500 Jahre nach dem Datum des Settings veröffentlicht wurde, im Jahr 2003, wenn ich mich nicht recht entsinne. Und ist der zweite Anno-Teil, den 1602, den haben wir schon gespielt. Der kam ein paar Jährchen vorher. Und das hier ist optisch schon mal eine ganze Ecke anders als der erste Teil. Und es wurden auch ein paar Veränderungen gemacht im Sinne von, wie sich das Ganze spielt, wie da die einzelnen Mechaniken sind. Und insgesamt ein bisschen komplexer noch geworden. Und ich habe festgestellt, zum einen, dass es einige technische Probleme gibt. Wenn ich ganz normal mit meinen üblichen Aufnahmemethoden aufnehmen würde, dann hat das Spiel nämlich keinen Sound gehabt. Das war ein bisschen uncool, deswegen habe ich da einige halbe Stunden rumprobieren müssen gerade mal. Aber jetzt läuft es hoffentlich alles. Und ich habe auch festgestellt, es gibt eine Kampagne. Hooray! Tatsächlich. Und da wird einem tatsächlich sogar auch ein bisschen was erzählt. Das ist ganz schön. Ich würde mal sagen, schauen wir uns gleich das mal an hier. Das ist, glaube ich, so ziemlich das Erste, ne? Oder? Auftrag? Nö. Kampagne? Neues Spiel? Also Kampagne fände ich schon ganz gut, ne? Auftrag? Vielleicht sehen wir das gleich. Ich muss mal gucken, was passiert, wenn ich jetzt hier drauf drücke. Mit einem Schiff? Etwas Proviant und ein paar treuen Seelen segelt er in die Randbezirke der zivilisierten Welt. Der dort herrschende Herzog von Breitenstein, ein charismatischer Mann, ist beeindruckt von der ungestümen Art, mit der er um Erlaubnis bittet, auf einer der umliegenden Inseln eine Siedlung aufzubauen. Als er einwilligt und euch die Hand schüttelt, zieht er euch zu sich heran und wispert in euer Ohr, dass ihr es hier zu etwas bringen könnt. Wenn ihr euch beweist.
Hooray, ich weiß nicht, ob wir uns beweisen können, aber da geht's los. Neue Befehle. Fantastisch. Für die Flotte, Kommandant. Ja, und als ich das Spiel das erste Mal gestartet habe hier, ist übrigens auf, die GOG-Version von GOG.com, hatte das Spiel Umgebungsgeräusche, aber nicht diese fantastische Musik und auch nicht den schönen Sprecher hier. Das war ein bisschen doof, deswegen konnte ich das so natürlich nicht stehen und sitzen lassen, deswegen musste ich das nochmal ein bisschen herausfinden, woran es denn lag, und es lag anscheinend an irgendwelche virtuelle Mixer-Sound-Geschichten, so wie das halt früher damals war, irgendwelche komischen, seltsamen Treiber, die da passiert sind. Ist mittlerweile alles ein bisschen sehr vereinfacht worden und es ist auch gut so, weil gerade solche technischen Spielereien, wenn man eigentlich nur irgendein Spiel daddeln will, dann nerven die halt. So, vor allem, wenn man es auch noch aufnehmen will, und dann wird die Aufnahme da halt erschwert. Das ist auch blöd. Wobei, ich glaube, 2003 hat noch niemand darüber nachgedacht, dass irgendjemand jemals Let's Plays machen würde. Das war noch lange vor der Zeit von diesem Videoformat hier. So, wir haben eine Aufgabe. Wir müssen hier unsere Insel besiedeln. Ich habe die Kampagne schon mal leicht angetestet gehabt. Und zwar in der Form, dass ich halt schauen wollte, wie die genau aufgebaut ist. Was es da für Aufgaben gibt, wie das alles aussehen wird. Im Prinzip führt man hier auch seine Insel weiter, von daher ist das schon mal ganz angenehm in der Form, dass man nicht ständig neu anfangen muss hier. Und ich würde mal fast sagen, wir knallen uns einfach mal hier hin. So, dahin. Na, fantastisch. Tja, schönes Dorf, ne? Die Insel ist riesig, die wurde halt markiert hier auf der Karte, deswegen haben wir die da gerade mal sehen können, dass wir da hin sollten. Das ist schon ganz cool. Natürlich die Auflösung ein bisschen hochgeschraubt, deswegen sind die ganzen Sachen an der Seite ein bisschen klein geraten. Aber warum auch nicht? Es ist nicht mal die höchste Auflösung, weil die höchste hat ein sehr komisches Seitenverhältnis. 16:9 gibt es natürlich nicht, hier den ganzen Kram. Das ist relativ auch nicht zu erwarten gewesen damals. So, bis dahin geht man im Baumbereich. In diesem Bereich kann ich bauen. Im Prinzip ist es... Wenn man den ersten Teil gespielt hat, wenn man 16:02 gespielt hat, wird einem vieles sehr bekannt vorkommen. Diese ganzen Grundlagen hier. Allerdings, die Menüs sind ein bisschen anders angeordnet. Es gibt, wie man vielleicht sieht, sehr viel mehr Gebäude. Es gibt eine wirklich ganze Menge, was man hier basteln kann. Und es fängt mal wieder natürlich mit Wohnhäusern an und natürlich auch mit Holzfällern hier. Forsthaus. Da werde ich jetzt erstmal direkt einen von hier hinwerfen. Das wäre mal ganz sinnvoll. Hier gibt es auch die Möglichkeit, dass man dem sagt, hier komm, Kollege, bau mal alles, was in deinem Bereich ist, voll mit dem, was du brauchst. Das heißt, pflanz da mal Holz an. Die Sache bei den Gebäuden hier, man sieht, ist eine Sache, die manchmal ein bisschen schwierig werden könnte, wenn man nicht aufpasst, dass hier diese grünen Pfeile, die sagen an, wo das Haus Zugang zur Straße haben kann. Problem ist halt, wenn man nicht aufpasst und baut dann hier eine Straße lang, ist zwar an dem Haus eine Straße, aber da kann nichts abgeholt werden. Das ist manchmal so ein bisschen doof. Das ist mir tatsächlich damals schon ziemlich oft passiert, dass ich mich gewundert habe, hä? Moment, das Haus, da habe ich doch was gebaut. Da müsste doch was abgeholt werden. Und dann war das Lager von dem Haus voll. Und die wertvollen Waren, die ich eigentlich brauchte, waren irgendwo nur nicht da, wo ich sie brauchte. Das war ein bisschen doof. So viel dazu. Eine große Änderung noch, die tatsächlich relativ groß ist, dass die Leute ihre Waren, die verbrauchen wollen, nicht direkt von dem Marktplatz holen hier. Marktplatz, Hauptplatz, Haupthaus. Nee, das machen die anders. Und zwar, die holen das von einem Marktstand. Und diese Marktstände, da gibt es ein paar mehr von, die sind speziell für bestimmte Bedürfnisse zugeschnitten. Das heißt, es gibt einen Nahrungs- und Salzstand und im Moment gibt es noch einen Stoff- und Lederstand. Und das sind hier halt die Bedürfnisse, die im Moment haben. Das wird nachher noch alles voll sein. Das heißt, wir brauchen irgendwie 5, 6, 7 verschiedene Stände pro Haus quasi. Und diese Stände müssen im Einflussbereich oder im Einzugsbereich des einzelnen Hauses sein. Etwas, was man halt wirklich beachten muss, weil das, wenn man eine recht dicht bebaute Stadt plant, dass man dann wirklich genug Platz für diese Marktstände lässt. Das habe ich damals auch ziemlich vergeigt. Deswegen war das nicht unbedingt so wahnsinnig toll. So, ich hoffe, die holen hier die Waren trotzdem her. Ich glaube, das ist ziemlich egal. Der kleine Umkreis sagt meines Wissens nicht so wahnsinnig viel. Deswegen, ich weiß nicht genau, was da jetzt sinnvoll ist und was nicht, wie man das platzieren muss. Die Leute gehen da halt hin, das passt schon. Ansonsten hätte ich den jetzt nicht gebaut, hätten die irgendwann keine Nahrung mehr gehabt. Man kann hier natürlich auch vorspulen, spulen, reinzoomen, rauszoomen.
Es ist auf jeden Fall optisch schon eine Ecke, eine sehr große Ecke schöner als der erste Teil. Von daher, es waren halt auch ein paar Jahre vergangen, ne? In der Zwischenzeit. Dass der erste Teil so erfolgreich war, war ja doch auch eher eine Überraschung. Deswegen war quasi der zweite Teil nicht sofort in den Startlöchern. Und deswegen hat es halt ein bisschen gedauert. So, das läuft aber. Ich brauche noch einen zweiten Holzfäller. Wenn man vorspult, hat man keine Umgebungssounds hier. Hat man keinen Grillenzirpen, keine grillenden Nachbarn. Halt, was man so normalerweise hört, wenn man in der Gegend hier herumhängt. Von daher ist gerade mal die Musik und meine Stimme alleine. Schön. Ich rede jetzt nur noch so. Oh, dieses Haus. Nein. Nee, ich übertreibe mal nicht. Hoffe ich. Wie lang die ganze Kampagne sein wird, ich habe keine Ahnung. Wie lang oder was es alles da zum Bauen bis zur höchsten Stufe gibt, ich habe keine Ahnung. Ich hoffe mal, dass ich das alles einigermaßen hinkriegen werde. Ich hoffe mal, dass ich das auch entsprechend einigermaßen weit spielen kann und werde. Aufgeben braucht man hier eigentlich nicht, sag ich mal. Aber es wäre natürlich auch blöd, wenn es dann so ein 300-Folgen-Projekt wird hier. Weil ich einfach mal nichts gebacken kriege. Das wäre halt auch doof. Ich mache nochmal einen Holzfäller hin. Ich hoffe, dass mit der Straße passt. Das Straßenbauen ist manchmal ein bisschen fummelig. Wann die Straße da jetzt reagiert, als um die Ecke biegend und wann genau nicht. Ist manchmal wirklich ein bisschen sehr seltsam. Der braucht auf jeden Fall mehr Holz. Ja. Und im Moment, ja, ne, wir haben eine Aufgabe. Konnten wir genau sehen vorhin. Wo ist sie denn? Da nicht? Nö. Hier. Haha. Da, das Häkchen sind unsere Aufgaben. Das ist nochmal die Geschichte hier, was wir vorhin gehört haben. Von wegen, hey, hier hast du Gold, mach eine Insel. Fahrt zu der Insel, die euch der Herzog zugewiesen hat und gründet eine Stadt, die, in der wenigstens 250 Einwohner den Status Siedler haben. Ein Fähnchen soll euch den Weg leiten. Das haben wir gemacht. Auf der Insel sind wir auf der passenden. Hier 250 Siedler. Das heißt, im Moment haben wir Pioniere. Die nächste Stufe drüber, die wollen wir haben. In etwas ausführlicherer Form als jetzt. Sagen wir es mal so. Das heißt, ich muss ein paar Häuser bauen. Sonst wird das, glaube ich, nichts. Machen wir es so. Hier habe ich extra Platz gelassen für Marktstände. Ein Wirtshaus kann gebaut werden. Das ist schön. Und genau, man schaltet nach und nach wieder die Sachen frei. Sehr, sehr klassisch halt. Ne? Wie man das halt nach dem zweiten Teil schon, nach einem bisher erschienenen Teil sagen kann, sehr klassisch für ein Anno. Ja, das hat sich ja auch auf die späteren Teile so ausgewirkt, dass quasi je höher die Einwohnerschaft ist, desto mehr Gebäude werden freigeschaltet und weitere Stufen für die Einwohner. Das ist letztendlich wirklich, das macht glaube ich Anno aus, dass man eine diese Kapelle kann gebaut werden. Freischaltmechanik hat, dass man diese verschiedenen Stufen bei den Einwohnern hat. Und ich weiß nicht, wie weit ich jetzt Anno erklären muss. Mal so gesehen. Wir haben schon 16.02 haben wir schon ein bisschen was gemacht. Ein bisschen freies Spiel. 14.04 haben wir die komplette Kampagne durchgemacht, die ziemlich gut war, fand ich. Und auch insgesamt ein sehr schönes Spiel. Es gibt aber ein paar Leute, die sagen auch, dass 15.03 der beste Teil ist. Ich bin mir, also ich, meine Erinnerungen daran sind wirklich sehr gering, muss ich ja sagen. Sie sind da, aber doch eher gering gehalten. Deswegen kann ich das gerade mal nicht genau sagen. Ich fand den 14.04er Teil schon sehr ordentlich. Und vor allem war es technisch nicht zu alt, sag ich mal. Als dass man da irgendwie sagen könnte, auch ja, hier kommen, muss jetzt nicht unbedingt sein. Das ist da natürlich ein bisschen schöner gehalten. Auch vor einer Steuerung her deutlich komfortabler. Auch die ganze Routenführung da vor den ganzen Schiffen ist natürlich im 14.04er Teil nochmal eine deutlich andere als jetzt hier. Ich warte gerade mal drauf, dass ich Holz kriege, ne? Von daher, sorgt euch nicht, falls nichts passiert. Ich muss gleich noch einen Holzfäller bauen, sonst wird das nichts. Schneller? Ich spule auch schon vor. Einmal Holz fällen, das passt schon. Läuft. Ja, hier direkt noch einen Holzfäller hin. Bietet sich hier gerade mal an. Das ist wirklich hier, ne? An der einen Seite gibt es keinen Weg zum Mitnehmen für den ganzen Krams. Von daher muss man da wirklich aufpassen. Bei Wohnhäusern ist es, glaube ich, nicht ganz so eng. Da
Da sieht man dieses zu ziemlich allen Seiten zugänglich. Das ist ganz okay. Kann man gut machen. Wirtshaus habe ich jetzt noch nicht, ne? Das ist ja alles normal. Das würde mir auch nichts bringen, weil im Moment habe ich da nichts, was ich da verhökern könnte. Genauso wenig, wie ich nichts an dem Marktstand hier habe für Stoff- und Lederwaren. Aber wir können ja direkt mal was bauen hier. Und zwar eine Jagdhütte. Fantastischerweise. Da kann gejagt werden. Das hat nichts mit Jägermeister zu tun an der Stelle. Gibt's da bestimmt auch, man weiß es nicht. Aber auf der Jagd sich besaufen, dann wird es mit dem Zielen so ein bisschen schwer. Genau, hier kommt Essen raus und Tier heute. Und warum Tier morgen, wenn man auch Tier heute sein kann? Deswegen machen wir es so. Die werden, glaube ich, werden die direkt umgewandelt zu Leder? Nee, ne? Hier, Gerberei. Mhm. Das reicht schon mal nicht. Ich sollte vielleicht auch erstmal schauen, dass das Essen reicht eigentlich, mal so gesehen. Wo habe ich dieses Inventar? Hier genau, hier kann man handeln, einkaufen, auskaufen. Schuffhausen, ich dachte gerade Schnuffhausen. Das wäre schön gewesen. Hier hat man eine Warenübersicht. Essen ist wirklich wenig, 3 Tonnen Nahrung. Das ist very uncool, wie der Fachmann sagt. Machen wir da halt, wo machen wir das mal hin? Da. Es hängt hier tatsächlich davon ab, wo quasi der Fischer platziert ist. Warum geht es jetzt nicht? Weil ich kein Holz habe. Ich muss auch unbedingt hier eine Brücke bauen. Kein Wunder, dass es nicht funktioniert. So, siehst du mal. Das heißt, der hat jetzt relativ viel Einflussbereich hier in seinem, er da auch fischen kann. Würde ich das hier in diese Bucht reinklatschen, dann hätte der nur diesen kleinen Bereich, dann würde der nicht viel finden. Das hatte ich auch schon mal getestet beim Anspielen hier. Das macht ihn nicht unbedingt glücklich. Oder zumindest sehr begrenzt glücklich. Im Sinne von, der findet halt nichts mehr. Schafe brauchen wir auch. Also die sind relativ anspruchsvoll für die erste Stufe hier. Wobei ich nicht weiß, ob die wirklich alles brauchen. Ich bin mir dann nicht so ganz sicher. So, Schafei. Wie was? Achso, ich wollte gerade sagen. Nicht, dass da ein Problem beim Abholen läge. Das wäre halt doof. Oder ungünstig vielmehr. So, wenn ich das hier mache, wo könnte ich das alles abholen? Ja. Im Prinzip fehlt es mir ein bisschen an Platz. Beziehungsweise ich möchte das bitte so planen, dass es alles schon mal einigermaßen gut flufft und funktioniert. Und nicht allzu eng wird hier. Ja. Das Zipfelchen da unten ist mir gerade mal relativ schnuppe. Machen wir es mal so. So. Einmal hier so eine Webstube hier hin. Wir alle wissen ja, dass heute die Webstube doch eher Internetcafé genannt wird. Wegen Webstube. Lustig. Kirche kann ich aber schon mal hin hier bauen. Das sieht so aus, als ob das versperrt wäre, aber stimmt gar nicht mal. Haben die da hier Hallo Bedarf? Also die müssen erstmal hinlaufen. Und da rennen sie alle hin. Wunderbar. 100 Meter Hürdenlauf in die Kirche rein. Hinweg über arme Bettler springen. Damit man bloß seinen Glauben nicht verliert. Ah, einmal vorspulen. Das sollte gleich gefüllt sein bei dem. Oh, das ist gefüllt. Fantastik. Ich glaube, nur die Sachen müssen erfüllt sein, die rot unterlegt sind. Oder? Glaube ich. Für die nächste Stufe. Ich bin mir nicht sicher. Wir können es ja herausfinden, indem wir denen nicht Salz geben. wir enthalten den Sachen vor, damit wir testen können, ob die aufsteigen oder nicht. Aber Leder sollten die vielleicht auch mal bekommen. Aha. Tier, ach so, haben wir noch gar nicht. Haben wir noch gar nicht gebaut. Flop. Wie gesagt, wenn man schon mal ein Anno-Teil irgendwie gesehen oder selbst gespielt hat, ich glaube, dann hat das Spiel wenig Überraschendes. Vermute ich einfach mal so ganz dreist. Und hier bin ich nicht sicher. Doch, die rennen auch durch Bäume. Das ist schön.